Nee, Herr Blume, wenn ich falle, bleibe ich so lange liegen, bis meine Tochter mich findet. Jo, herzlich willkommen, eine neue Folge Schmerz beiseite. Das hat sich tatsächlich auf einem Hausbesuch ereignet. Eine Dame, eine alte Dame, die zwar noch einigermaßen gut drauf ist, aber halt aufgrund von unterschiedlichen körperlichen Beschwerden nicht in der Lage ist, sich sehr gut zu bewegen. Wir erarbeiten das Aufstehen und Treppensteigen. Das klappt mittlerweile sehr gut, aber das Aufstehen vom Boden, ne, da sagt sie, nee, das will sie auch gar nicht mehr lernen. Oder können. Ich sage, warum denn nicht? Nee, das will ich nicht. So, und damit dir oder deinen Eltern oder deinen Familienangehörigen das nicht passiert, zeige ich euch heute eine einzige Übung. Ich zeige euch immer eine einzige Übung, ne? Naja, gut, ist halt aber so. Also diese eine Übung garantiert euch mit einer großen Wahrscheinlichkeit bis ins hohe Alter eine gewisse Elastizität all eurer Körperstrukturen, eurer Gelenke, eurer Muskeln, eurer Faszien und natürlich damit einhergehend auch eine gewisse Kraft, dass ihr die beibehaltet bis ins hohe Lebensalter. Und ihr müsst dafür gar nicht alt sein, weil wenn du jetzt zum Beispiel 30, 40, 50 bist, dann hilft dir diese Übung, geschmeidig zu werden, geschmeidig zu bleiben und auch so ein bisschen was für Herz-Kreislauf, für die Faulen unter uns, die halt wirklich nur so von der Küche zum Schlafzimmer und ins Wohnzimmer gehen und morgens mal die Zeitung aus dem Briefkasten holen. Also diese eine einzige Übung, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen, diese eine einzige Übung sorgt dafür, dass, wenn ihr sie jeden Tag macht, dass ihr in dieser Übung gut bleibt oder besser werdet. Und es ist nicht damit getan, sie ein, zwei, dreimal zu machen, um zu gucken, kann ich es noch, sondern es geht darum, sie oft zu wiederholen, damit alle eure Gelenke, eure Muskeln eine gewisse Elastizität behalten. Der tägliche Reiz, der macht es aus. Und auch die Muskulatur eine gewisse Kraft erhält, um das zu bewerkstelligen. Und je älter du jetzt bist oder je älter deine Verwandten sind, desto schwieriger ist diese Übung. Natürlich, weil sie im Laufe der Jahre schon eingerostet sind. Die Gelenke funktionieren nicht mehr so gut. Sie trinken in der Regel viel zu wenig. Und aus diesem Grunde ist es natürlich in Ordnung, wenn ihr euch Hilfsmittel dazu nehmt. Ich zeige euch einfach erstmal die Übung. Ja, mehr ist es nicht. Und zwar musst du diese Übung 19 Mal machen, jeden Tag. Ja, das musst du. Und das Gute ist, das kostet nichts. Das kostet dich 3, 4 oder 5 Minuten, wenn es hochkommt. Du kannst diese Übung sogar im Büro machen. Und wenn du, sagen wir mal, einen positiven Einfluss auf deine Mitarbeiter hast, dann kannst du das halt auch im Anzug mit allen anderen zusammen machen. Einmal am Tag. Wenn du Lust hast, kannst du es auch zweimal am Tag machen. Das kannst du in der Werkstatt machen, das kannst du in der Praxis machen, das kannst du zu Hause machen. Du brauchst keine Sportklamotten dazu. Diese Übung kannst du jeden Tag machen. Und es gibt im Prinzip keine Entschuldigung dafür, diese Übung nicht zu machen. Selbst wenn du in die Muckibude gehst. Ich kenne viele alte Menschen, die in die Muckibude gehen und das ist sehr, sehr gut. Aber das Hinlegen und Aufstehen, das klappt nicht mehr bei allen. Und wenn dann die Knie wehtun oder die Hüfte oder die Schulter, dann nehmt ihr euch den Stuhl zu Hilfe oder eine Kiste
oder ihr zieht euch am Wohnzimmerschrank oder am Sofa hoch. Und ihr werdet merken, in dem Fall jetzt eure Großeltern oder Eltern, ihr werdet merken, wenn sie es jeden Tag machen, und zwar 19 Mal, dann werden sie in mindestens 3 Wochen das deutlich, deutlich besser machen. Und sie werden nicht nur das deutlich besser machen, sondern sie werden insgesamt aufblühen. Nur durch diese eine einzige Übung mit genug Flüssigkeit. Ja, gibt es denn irgendwas, was man beachten muss? Nee, es gibt gar nichts, was ihr dabei beachten müsst. Es muss halt nur gemacht werden. Diese Übung kannst du nicht bei mir kaufen und man kann auch keinen Ball oder eine Faszienrolle kaufen oder irgendeine andere Maschine oder einen Rückenretter oder einen Knieretter oder den Nackenretter, das 5-mal benutzen und dann ins Regal stellen. Davon wird es nicht besser. Du brauchst keine Retter, du brauchst nur dich selber mit einem Hauch von Engagement und das bis zu deinem allerletzten Lebenstag. Und dann wirst du auch gesund und munter, in der Regel, und mobil alt werden. Du musst es nur tun. Das erzählt dir aber nur keiner. Naja, Gott, die meisten, ja, sicherlich. Ja, ich weiß, ich müsste mehr machen und so. Ja, du müsstest. Nee, du musst es ja auch nicht. Aber ich zeige euch hier auf meinem Kanal Dinge, die super, super einfach und simpel sind. Und jetzt kommt's, Obacht! Die funktionieren. Das erzähle ich euch ja nicht, weil das Wetter so schön ist, sondern das erzähle ich euch, weil ich weiß, dass diese Dinger funktionieren. Die Voraussetzung ist aber jeden Tag. Jeden Tag. Und nicht gucken, kann ich es noch? Ja, ich kann es noch. Ich bin 3-mal aufgestanden, habe mich hingelegt, ich kann es noch. Nee, die Elastizität kommt mit den Wiederholungen. Und es müssen 19 Wiederholungen sein. Wenn du wissen willst, warum es 19 sein müssen, dann kannst du gerne unten in den Kommentaren fragen. Ja, so einfach ist das. Ist es so einfach? Ja, es ist so einfach. Ob ich das mache? Ja, klar mache ich das. Jeden Tag. Echt? Ja. Ja. So ist das mit der Beweglichkeit. Es wäre natürlich viel cooler, wenn man sich sowas kaufen könnte. Dann würde man ein bisschen sparen oder man würde an die Schatulle gehen und sagen, so, ich kaufe mir jetzt Elastizität und ich kaufe mir ein bisschen Bewegung und ich kaufe mir ein bisschen Kraft. Geht aber nicht. Kann man nicht kaufen. Kann man nicht. Bleibt gesund.